Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Naturgarten. Hier ist wieder Julia aus Norddeutschland. Ich stelle euch wieder ein paar Stauden vor, die im Naturgarten besonders schön im August blühen. Hier vorne ein Doldenblütler, nämlich die ganz einfache Waldengelwurz. Doldenblütler ziehen besonders viele Fliegen an. Auch das ist sehr schön. Bienen werden angezogen von der Kugeldistel. Die gibt es in Blau und in Grau. Später sind dann die Samen auch für Vögel besonders interessant. Also im Hintergrund eine hohe Staude, hier zusammen mit dem nordamerikanischen Phlox und der heimischen Sandweide, die ich sicher in einem anderen Video noch einmal vorstellen werde. Die Kugeldistel links in Grau und rechts in Blau, da gibt es verschiedene Sorten in verschiedenen Höhen. Sie kommt aus Südosteuropa. Das ist für mich noch grenzwertig heimisch. Ganz heimisch, wirklich gebietsheimisch bei uns eben am Waldrand zu finden, in den feuchteren Gebieten, ist der gemeine Wasserdost. Auch er zieht besonders viele Insekten an, wie man gleich hier sehen kann. Viele Fliegen, Bienen, aber auch eben besondere Schmetterlinge, wenn solche unterwegs sind. Auf feuchten Böden, am Waldrand, im Halbschatten, der Wasserdost. Das ist der heimische. Der ist isabellfarben und nicht purpur wie der nordamerikanische Wasserdost. Auch etwas ganz Heimisches, wirklich gebietstypisches, an jedem Wegesrand eigentlich zu sehen, der Hornklee. Und er ist für bestimmte Wildbienen besonders wichtig. Es gibt 15 verschiedene Pflanzen, Arten, Gruppen, die mein Wildbienenspezialist mir empfohlen hat, damit alle Wildbienen etwas haben. Und dazu gehört unter anderem auch der Hornklee zu einer dieser 15 Gruppen. Etwas anderes, was auch spät im Jahr, also im August, besonders gut im Naturgarten blüht, ist die aus Südeuropa stammende Bergminze. Calaminta nepeta, hier in der weißen Form. Die blaue setzt sich bei mir deutlich weniger gut durch, die weiße versammelt sich überall, Pflasterritzen hier im Gemüsegarten. Das ist Calaminta nepeta mit ihren kleinen Blütchen, eben für Bienen besonders interessant. Hier sind wir wieder am Terrassenbeet, in dem ja die Gräser Stipa calamagrostis und aber auch Stipa gigantea den Rahmen bilden, die Matrix bilden, vor der die Stauden, die heimischen Wildstauden, dann zu sehen sind. Im Hintergrund, in diesem Teil des Terrassenbeetes, eben das Riesenfedergras Stipa gigantea. Gehen wir einmal in den Gemüsegarten und gucken, was dort an heimischen Wildstauden noch so wächst. Und wir sehen, im August oder Ende August, 20. August, jetzt blühen vor allem Nordamerikaner und die heimischen wie die Lavatera thuringiaca, die ich ja schon vorgestellt habe, und den Blutwaderich, die sind langsam am Ende ihrer Blütezeit, hier wieder mit Phlox zusammen, und die nordamerikanischen sowie der Phlox und die Rutbeck hier nehmen mehr zu, da sind dann mehr Blüten zu sehen. Das ist das Ende des Blütenjahres im heimischen Garten. Aus dem Mittelmeerbereich haben wir noch den Fenchel, hier den Bronzefenchel, also einfach eine bronzeblättrige Form des Fenchels. Hier der einfache Fenchel, den ich für Samen stehen lasse, der sich dann auch versamt und überall im Garten auftaucht. Und wie man sieht, sehr viele Hautflügler anzieht, hier vor allem Wespen und Fliegenarten, ganz besonders gut besucht. Der Fenchel. Und auch die Bronzefenchelform, die bronzeblättrige Fenchelform. Besonders gut für Insekten. Ja, am Fenchel, in dem Fall am Knollenfenchel, fand ich 3 Raupen vom Schwalbenschwanz. Und dann brach ich hier noch eine Glockenblume weg und fand noch eine Raupe von diesem schönsten Schmetterling, den es bei uns in Norddeutschland ganz, ganz selten nur im Garten gibt. Das Mutterexemplar habe ich nicht gesehen, aber die Raupen haben sich mittlerweile verpuppt. Was haben wir noch im Naturgarten? Vor allem Ende August ganz viele Früchte. Jetzt geht es los, dass der Garten umkippt und nicht mehr so viel Blüten zu sehen sind, sondern Früchte. Vom Holunder wie eben, vom Faulbaum und vom gemeinen Schneeball. Hier haben wir den Faulbaum von Nahem. Kein Zitronenfalter in Norddeutschland ohne Faulbaum, denn die Raupen können nur an diesen Blättern fressen. Daneben mit roten Beeren,
der gemeine Schneeball, und zwar die Wildform, die heimische europäische Wildform vom gemeinen oder auch Wasserschneeball genannt, hier am Teich. Hinterm Teich sieht man jetzt, wie das zum Beispiel im Oktober dann aussieht. Nur die heimische Wildform hat diese roten Früchte den ganzen Winter über an den Sträuchern hängen. Das ist die Notnahrung der Vögel, wenn der Winter mal richtig kalt wird. Das heißt, jetzt gehen sie noch nicht an diese Früchte, jetzt gehen sie an meine Ebereschen, an die späte Traubenkirsche, die ich gleich noch zeigen werde, die gar nicht heimisch ist, an die Kornellkirsche und an andere Früchte. Ja. So sieht es hinter dem Teich aus. Da sind heimische Sträucher, Salix purpurea, Gagelstrauch, Ledum palustre, andere Sträucher. Noch eine kleine Staude, die dazugehört in meinen Heidebereich. Der Teufelsabbiss, der es gerne ein wenig feucht mag und deshalb zurückgeht, da die Jahre immer trockener werden. Suchen Sie immer einen feuchten Platz im Garten. Eine wunderschöne Pflanze, die viele Insekten anzieht und auf der roten Liste steht. Daneben die normale Brombeere mit ihren Früchten, ein bisschen klein, da es eben ein wenig trocken ist an dieser Stelle. Die Heide kommt noch zurecht mit diesen Bedingungen. Das ist die gewöhnliche Besenheide, Calluna vulgaris, die ja bei uns auch heimisch ist und jetzt im August blüht. Ebenfalls für Wildbienen interessant und für die Honigbiene. Hier haben wir es nochmal von der anderen Seite, der Bereich hinter dem Teich, beim Gartenschuppen, und oben drüber steht unvermeidlich die späte Traubenkirsche aus Nordamerika, und in ihr hängen jetzt schwarze Früchte, die wie kleine bittere Kirschen schmecken, gut essbar sind und auch bei Vögeln sehr beliebt sind. Nicht heimisch, invasiv, bitte nicht pflanzen. Manche Imker verwenden sie noch, aber bei mir sieht sie sich sehr schnell aus wie überall. Und die Vögel, ja, fressen jetzt gerade im Moment wie hier die Stare in Massen diese kleinen Kirschen. Auch ich esse davon. Und so haben wir den Gartenrundgang beendet, sind wieder beim Haus angelangt, wo die Eberesche fruchtet. Da werden wir demnächst die Vögel drin sehen. Und ich wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Gartenrundgang und zu weiteren Informationen zu Naturgartenthemen. Eure Julia von Einfach Naturgarten.